Ja, hallihallo, ihr Lieben und ihr liebinnen Zuschauer und Zuschauerinnen hier bei Let's Play The Movies. Ich habe wieder damit angefangen. Ich hatte euch nämlich in meinem letzten Info-Video 4, werde ich verlinken in der Beschreibung, hatte ich euch gefragt, welches Spiel ihr lieber sehen wollt, The Movies oder Tropico. Und es ging unglaublich schnell und alle waren für The Movies. Also kriegt ihr The Movies, freut mich auch sehr. Weil, wie ich jetzt hier in das Spiel einsteigen kann, ist ja unglaublich. Ich habe jetzt erstmal pausiert. Ich habe das Spiel seit, auf jeden Fall über einen Monat, vielleicht sind sogar anderthalb, vielleicht sogar zwei, nicht mehr aufgenommen. Ich habe zwischendurch ein paar alte Parts hochgeladen, um so zu tun, als hätte ich es mal wieder gespielt, was absolut gelogen war. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr jetzt doch wieder Tropico sehen wollt. Ach nee, aber auch immer. Ich sag's gleich mal am Anfang, weil, ne, bis zum Ende guckt am Ende eh wieder keiner zu. Wenn, was ist das denn? Sind das Schmetterlinge? Oh. Gott, wie scheiße das da hinten alles aussieht. Naja. Ich will ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch an diesem Let's Play ein bisschen aktiv beteiligt. Wisst ihr, wenn ihr einfach so ein paar Ideen einbringt für die Filme. Ich mache jetzt weiter. Ich werde heute wahrscheinlich den nächsten Teil des Hölzernen drehen. Der hölzerne... Oh scheiße, bei welcher Nummer sind wir denn? Bei der 6? Kommt jetzt die 6? Oh Mann, ich hab das... Achso, das kann ich ja nachgucken. Haha. Ja, ne? Die 5 war der letzte, das war unser Erfolgsfilm. Und ich guck mal ganz kurz so die Statistiken durch. Tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich wollte es aber auch nicht offscreen machen, weil ich, faul bin. Genau. Wir sind Erster mit einer abartig guten Bewertung für die Zeit. Also das habe ich noch nie geschafft, als ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie das auf einmal kommen konnte. Wir haben am Anfang ja nur verloren. Aber wie wir jetzt davonrasen hier, wenn man das zusammenrechnet, wir haben 4 und noch was und die anderen haben 3. Selbst wenn man die alle zusammenzählen würde, wären sie besser als wir. Ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Unglaublich. Ach nee, oder? Wir belegen unter den Top 10 Filmen einfach mal die ersten 4 Plätze, nämlich der hölzerne 4, was vorher geschah, der eine Komödie war. Das war ja der Film, der uns nach oben katapultiert hat, daran erinnere ich mich noch, mit unserer lieben Seifenblasenfrau, die Gudrun gespielt hat, und unser Mr. Big, der den Quack gespielt hat. Und das war der letzte Film, der war auch schon sehr cool und der kam auch gut an, aber ne, die Qualität war anscheinend ein bisschen schlechter. Kaffeekranz der Robo-Orks, ach ja. Ach geil, das war sowieso, das war das tollste Thumbnail, was ich hier bei einem Video haben werde. Nämlich von Part 19, eben dem letzten The Movies Part. Und Mondlicht und Irrsinn, wo ich vergessen habe, was das war. Das könnte die Gurkenfresse alleine gewesen sein, oder? Kriegt, nein, mit Mr. Big. Dann weiß ich nicht mehr, was Mondlicht und Irrsinn war. Es tut mir leid, unsere Schauspieler ist auch absoluter Hammer. Herbert Knebel wollte ich ein bisschen nach oben katapultieren, weil er immerhin unsere Raubtrolle spielt. Raubtrolle. Er spielt eine Raubrolle. Er ist ein Robin Hood quasi. Und Veilchen von Seifenblase. Hammer, Hammer, Hammer. Presse. Ach, wir haben doch jetzt ein PR-Büro, oder? Das gucken wir mal nach hier. Das gucken wir doch mal nach hier. PR-Büro. Ach, dann brauchen wir gleich mal ein PR-Büro. Das bauen wir mal. Ja, hierhin. Passt doch perfekt. Nee, ich würde das gerne in Trailernähe haben. Und weil wir es können, bauen wir gleich 2 davon. Das werde ich dann noch später erklären, beziehungsweise es wird selbsterklärend sein. Und hier lassen wir mal Platz für einen Weg. Gebt mir heute richtig Mühe. Ich werde noch nicht auf Play drücken. Ihr wisst, das Spiel ist hektisch und gemein und bösartig. Ach so, vielleicht noch ein was kurz für alle, die so selber Let's Plays machen, wo es immer noch den Hauptteil meiner Zuschauer ausmacht. Das Spiel unterstützt anscheinend keine Breitbildauflösung. Was mich ein bisschen wundert. Ich habe zwar einen 5:4 Monitor, wodurch ich kein Breitbild brauche, allerdings für YouTube. Also werde ich das wahrscheinlich entweder mit Rendern... Also Render, ich werde es mit Rendern, quasi, versteht ihr? Render mit Ä und, ja, okay, ihr seid ja nicht blöd. Und dann werde ich das entweder, ne, mit den Rendern hochladen oder ich werde es strecken auf Breitbild. Ich guck mal, ob Breitbild da gut aussieht, weil dann zum Beispiel diese Quadrate, annähernden Quadrate, dann auf einmal keine mehr sind, ne?
Ja, wie auch immer. Ne? Also wir schreiben anscheinend gerade ein Drehbuch. Wir haben 2 Filme, die noch Geld verdienen. Wir haben gestresste Stars. Nö, die ist überhaupt nicht gestresst. Hat sie denn nicht? Die hat doch im letzten Teil mitgespielt. Als unsere Gudrun. Er ist auch noch übelst entspannt, unser Claude Speed. Okay, Michael Zinke, der hatte den anderen Film noch gedreht. Mr. Big und Gurkenfress ist wahrscheinlich auch noch gestresst. So, jetzt müssen wir nur noch den Herbert hier. Dann drücken wir jetzt mal auf Play. Und auf geht's, ab geht's. Wir hatten doch hier unsere beiden. Haben die beiden hier angebändelt? Seelenverwandte. Ach du Scheiße. Du und ich ein ungestörtes Plättchen. Komm, dann ziehen wir euch mal hier rüber. Und ihr macht hier mal weiter. Seid ihr eigentlich Kumpels? Freunde? Und alle fressen sich jetzt voll. Paket schaltet frei. Ah, ich möchte schon mal wieder... Entschuldigung, ich brauche ein bisschen, um in das Spiel reinzukommen. Deshalb werde ich immer wieder Pause drücken. Paket schaltet frei. Das Set Automobil. Ach, wie toll. Das geht ja super los. Das Set Stadtschäbiges Hotelzimmer. Und das Set Stadt-U-Bahn-Waggon. Viel gut, Thema für eine Vielzahl von einzelnen Requisiten, 4 Hintergründe und 4 neue Wagen. Toll. Awesome. Jetzt nehmen wir unseren Drehbuchschreiber Leinmann, der jetzt bitte gleich mal weiterschreibt. Und zwar eine Romanze, völliger egal. Ne? Und wir wagen uns jetzt an den nächsten Film, ne? Aber vorher, ich muss mir mal dieses Ne abgewöhnen. Ein neues Paket. Ach, das ist gerade viel zu viel auf einmal. Es tut mir leid, dass ich permanent jetzt pausieren werde am Anfang, aber jetzt muss ich ja doch mal pausieren. So, sind alle Wissenschaftler hier noch zu Gange? Ja, also, was haben wir denn hier neu? Landhütte, Hüte, Kostüme. Ja, ihr könnt, das passt mir eigentlich, das finde ich alles in Ordnung. Wir haben jetzt hier PR. PR ist deshalb wichtig, wir kriegen jetzt immer noch eine Pressewertung, ne? Und auch unsere Stars, und da können wir zum Beispiel mal sie nehmen und dann macht die hier PR. Das können wir dann auch mit Filmen machen. Und unsere Nummer 1 und Nummer 2 machen jetzt PR. Ich muss mal gucken, Herbert Knebel, ob ich den so... Ne? Horror. Achso, ich sollte mal gucken. Ach, ist das lange her, alles so lange her. Also, wie ist im Moment Genreinteresse? Hab ich da nicht, dass das völlig egal ist? Aber es ist bei allen gerade hoch und deshalb drehen wir jetzt einen Film. Und das wird natürlich, was sollte es anderes sein? Ich hab mir vorher Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt vorhab. Auf jeden Fall der hölzerne Nummer 6. Habe ich gerade 5 gesagt? Das ist natürlich Quatsch. Und, zurück in die zurück an die Frischluft. Zum Beispiel. Super, oder? Genre. Horror natürlich. Denn wir brauchen den Herbert Knebel in der Hauptrolle. Wir brauchen... Ach so. Mr. Big ist doch noch ultra gestresst, oder? Das ist natürlich jetzt schwierig. Wie mache ich denn das jetzt hier? Warum habe ich den Mr. Big auch noch einen Film spielen lassen? Doch, ich muss ihn hier mal reinnehmen. Der kriegt einfach nur eine Szene oder so. Das reicht dann erstmal. Struktur machen wir mal wieder frei. Und wie gesagt, der Part zieht sich. Der zieht sich so unglaublich. Aha, ich dachte schon, junge Holz. Nee, du bist der Alte. Er hat ja diesen Koffer ausgetauscht. Ich habe mir den letzten Part nochmal angeguckt, ne? So fair bin ich, weil sonst hätte ich hier jetzt Sachen angestellt. Ich hatte wirklich alles vergessen, ne? Das ist so toll, man denkt immer, ne, aber... Gudrun wird Gutes tun. Das olle Huhn. Und er war ja Quack. Ja, und da nehme ich jetzt schon mal was vorweg.
schlimmer aus. Ich mach mal das. Bin gerade ein bisschen unsicher, wobei die Klamotten. Vielleicht den Hut weg. Genau, jetzt wo er so schlecht aussieht, hat er einen anderen Hut. Ah, das gefällt mir schon besser. Kann ich dir vielleicht sogar noch eine Glatze geben, mein Freund? Ja, sehr schön. Man erkennt ihn überhaupt nicht mehr. Krass, dass das mal Mr. Big war. Naja, was soll's. Der Part hat doch aufgehört, dass Gudrun wurde in die Ecke getrieben, aber was mit ihr passiert ist, weiß keiner so richtig. Ach, liebe Freunde, ne? Ich brauche dringend eure Hilfe, weil das wird absoluter Murks, wenn ich das hier alleine weitermache. Ist ja scheißegal, egal wie blöd eure Ideen da sind, ne? Das wird ja alles nur witziger. Umso abstruser das wird, vielleicht habt ihr ja total geniale Ideen, was aus diesen drei Hauptpersonen hier sich noch entwickeln soll. Ihr könnt ja mal gucken, vielleicht lade ich so einen kleinen Sonderpart hoch, wo ich diese Filme einfach mal aneinander schneide, damit man so die Story mal hat. Ja, man hat, damit man die mal hat, Magandi. Ha! So, wir haben neue Sets. Allerdings das erste Set, das machen wir gleich mal für unseren guten Quack, der danach nichts mehr beim Film macht. Und das wollte ich ja schon beim letzten Mal einbringen, das habe ich auch nicht vergessen. Ich hatte es natürlich vergessen, aber ich habe dann ja wieder nachgeguckt, ne? Und dann nehmen wir Quackophon und gucken uns das mal an. Ich würde mich wieder erschrecken. Jawohl. Super. Ahahaha. Irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Ich meine, wenn man schon jemanden umbringt, dann kann man auch das Licht ausmachen. Gudrun hatte ihn doch abgestochen. Das ist natürlich interessant. Jetzt haben wir die U-Bahn-Station schon? Ach nein, oder? Wir haben den U-Bahn-Waggon, aber die Station noch nicht. Das ist ja zum Kotzen. Naja, gehen wir einfach mal ins Schäbige. Ich kann einfach nicht ordentlich reden heute. Oh Gott, der Part ist ja gleich vorbei. Mache ich einen Special-Part, weil ihr so toll wart? Nee. Ach, Entschuldigung. Lustiges Buch lesen. Perfekte Einführungsszene. Damit man sich wieder an den Herbert Knebel erinnert. Intensität stark immer. Stuhl links. Also, mein Stuhl. Fest oder flüssig? Nein. Ja, coole Typen lesen auf. Ja, das ist nicht schlecht. Der hat eine gruselige Lache, oder? Creepy as shit. Creepy as shit. Träumen. Jemand schläft auf einem Bett. Klinge, Schwingschlag und in die Ecke treiben. Ihr wisst, dieses Let's Play ist langatmig. Ich probiere auch immer wieder schön zu quatschen zwischendurch. Aber ihr wisst, wenn ich gleichzeitig quatschen und reden will, dann kommt da nur Quatsch raus, was der Rede nicht an... was auch immer. Ein Polizist! Das ist doch mal clever. Clever. Ach, hatten wir noch einen neuen Statisten eingestellt? Ach, das ist ja super. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, Schnucki. Siehst du denn aus? Ach, Optimum. Kriegst du noch eine... Jetzt bleib mal ruhig hier. Brille. Hey. Sie haben ein Verbrechen vergangen. Sie haben uns die 80er gestohlen. Vor allem 80er, naja. Wie sieht sie denn... Ach, jetzt reiß dich mal zusammen, wir haben hier einen Dreh. Wie sieht sie denn am seriösesten aus? Oh Gott, es gibt so viele Brillen. Ja.
Polizei 1. Mit viel Liebe benenne ich meine Charaktere immer. Und ich, die wird es nicht weiter. Ich finde die eigentlich schon perfekt so. Nee, wobei. Nee. Ah, der Part hat jetzt schon Überlänge. Du kriegst noch eine andere. Jawohl. So muss das sein. Schwarzer. Was bitte? War ich da völlig betrunken? Überschreiben bitte. Und. Der Frauenverein hier. Ich mache bei diesem Teil dann nochmal einen Cut und ich erzähle es zum 1000. Mal. Bitte schreibt mir irgendwas in die Kommentare, was ich beim nächsten Film dann so machen soll. Ich werde jetzt natürlich ein bisschen weiter aufnehmen. Ah, sind das eigentlich die cooleren Polizeiuniformen? Die gefallen mir eigentlich besser, die hellen hier. Wobei, nee, ja. Ne, ich guck aber, dass ich keinen neuen hölzernen Teil noch anfange. Ich mache ein bisschen anderen Kram dann noch. Natürlich, Ausrüstung, klaro. Du brauchst auch noch so eine. Die Brille ist doch eigentlich der Burner, oder? Ich hatte dann hier die 13 oder so. Guck doch nie weg! Cool. Wie viel gibt's denn hier? Wo steht denn das? Vorhin stand doch da, wie viele. Ich hatte ja eine 11 von. Ach, welche hatte ich denn? Ist auch egal, ne? Ist auch egal. Ne, ein bisschen Individualität kann man auch bei der Polizei haben. Und an dieser Stelle mache ich jetzt den Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's denn mal gut und bis bald und schreibt, wie es weitergehen soll. Natürlich jetzt nicht an dies. Ach so. Wenn ich jetzt den Cut machen würde, dann. Ja. Jetzt überlege ich gerade. Jetzt bekommt der Teil doch Überlänge. Ne? Weil sonst funktioniert das nämlich gar nie. Wisst ihr? Weil dann wisst ihr ja gar nie, was ihr hier weitermachen. Ihr könnt nie drunter schreiben und ihr wisst ja nie, was los ist, ne? So, kann man hier die Tür öffnen. So schreibt man öffnen. Ich studiere übrigens Germanistik. Tür öffnen. Hallo. Ach so rum. Hä? Ich dachte, da macht jemand. Das ist mir zu unspektakulär. Gott, wie lang der Part werden wird. Einschlagen. Ha! Jawohl. Ist gar nicht. Chill mal. Was? Warum denn von außen nach. Ach, ist ja Unsinn. Das ist aber komisch. Wie kann man denn hier Vorschlag, Ende, Lösung? Kann man nicht irgendwie rausspringen? Verhaftet? Schreikamera? Leiche, Türpanik, jemand öffnet eine Tür und gerät in Panik. Letzter Wunsch. Oh, Leute, Beziehungsende, auf dem Bett zurücklassen, trauernde Gruppe, wer Sonne stirbt. Ich, wisst ihr was, wir machen das doch so, ich mache jetzt an dieser Stelle den Cut, ihr könnt ja schon mal ein bisschen vorausdenken oder guckt euch dann einfach den nächsten Part noch an, vielleicht veröffentliche ich die auch einfach zusammen, aber es ist für mich aufnahmetechnisch einfach praktischer, also ne, ich hoffe mir rege Beteiligung hier und wir gucken mal, wie ich das hier noch löse, macht's denn mal gut und bis bald.